Wusstet ihr, dass ihr euch für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik NC-frei in Würzburg einschreiben könnt? Ihr solltet allerdings ein gewisses Talent für Zahlen haben, Lust daran haben, einige neue Fachbegriffe zu lernen und Spaß daran haben, Daten zu verarbeiten. In Wirtschaftswissenschaften geht es darum, wirtschaftliche Prozesse zu verstehen und zu gestalten. Wir fangen meistens an mit den Grundlagen wie Finanzen, Marketing und Personal und später können wir uns dann spezialisieren. Ich bastle hier zum Beispiel gerade an einem Projekt im Bereich der Webentwicklung und ich finde, hier kann man ganz anschaulich sehen, dass aus einigen Nächten Arbeit und ein paar Zeilen Code was Handfestes am Ende entsteht. Das ist jetzt aber auch nur ein Bereich des Studiums, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Portfolio Manager, Data Scientist, der Job ist safe. Als Wirtschaftsinformatiker vereinen wir Informatik und Wirtschaft in einer Person. Und das Coole ist, jedem Studi wird für ein oder zwei Semester ein Platz an einer Partneruniversität im Ausland garantiert. Schau mal, ich bin jetzt wissenschaftliche Hilfskraft im Marketing hier an der Uni. Das heißt, du hast jetzt zwei Nebenjobs, oder wie? Ja, genau. Kriegst du das mit deinem Studium noch alles unter einen Hut? Ja, wir haben ja bei uns die Möglichkeit, durch den Wahlbereich einfach gute Module sich rauszusuchen und die eben auf unsere Jobs anzupassen. Ja, bei dir wird es ja genauso sein wie bei mir, dass wir uns erstmal am Anfang da in Kleinstarbeit den Stundenplan zusammenbasteln, aber meistens zahlt es sich ja aus. Ich habe es jetzt auch dieses Semester wieder geschafft, mir ein langes Wochenende rauszuholen. Ja, voll cool. Neben meinem Studium mache ich Kraftsport und habe mich in dem Bereich sogar selbstständig gemacht. Da hat mir das Studium extrem geholfen, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zu verstehen. Schau mal, ich bin jetzt an der Uni als wissenschaftliche Hilfskraft im Marketing angestellt und mache da TikTok und Insta. Cool.